Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, von unseren vor einer Woche vorgestellten Katzenkindern hat leider nur eins einen Interessenten gefunden. Viele Miezen warten im Tierheim noch auf Katzenfreunde, die ihnen ein neues Zuhause geben möchten. Unsere heutige Folge fängt mit einem sehr seltenen Tier in der Arche Noah an. Die erschöpfte indische Pfauentaube wurde am 25. Juli am Bahnhof Rödstedt beobachtet. 3 Tage wartete die Finderin, ob sich das Tier wieder erholt und nach Hause fliegt, doch das tat es nicht. Am 28. Juli brachte die Frau das verirrte Täubchen zum Tierschutz. Nun wartet die Taube in einer Voliere auf ihren Besitzer, der sie auf diesem Weg hoffentlich erkennt. Leider ist das Tier nicht beringt und es gibt keinen Hinweis auf den Halter. Sollte sich kein Besitzer melden, wird die Taube an einen interessierten Taubenzüchter abgegeben. Außerdem stellen wir heute eine Schäferhündin vor, die in der Arche Noah den Namen Traudel bekommen hat. Sie wurde am 26. Juli in Apfelstedt gefunden. Traudel wird auf 9 bis 10 Jahre geschätzt. Leider hat die Hündin keinen Chip, weshalb der Halter nicht ermittelt werden kann. Tierheim-Mitarbeiterin Katrin Schallenberg hofft, dass sich auf diesem Weg die Besitzer melden oder Menschen, die die Hündin kennen. Eine liebe, verschmuste, ältere Hundedame. Wahrscheinlich hatte die Hündin nicht viel Bewegung, denn sie ist ziemlich mollig und hat viel zu lange Krallen. Für ältere Hunde ist es besonders schlimm, wenn ihre vertrauten Menschen plötzlich nicht mehr da sind. Sollte sich wieder erwarten für die nette Hundedame kein Besitzer melden, sucht sie dringend Menschen mit weitem Herzen für ältere Hunde. Traudel könnte noch viel Freude und schöne gemeinsame Stunden verschenken. Das sagen ihre Augen.